De Ferrer ist tot und die Sklavenkolonie befreit. Also reist Aveline zurück nach New Orleans. Bei ihrer Rückkehr muss sie feststellen, dass sich ihre alte Welt völlig verändert hat. Doch die Identität des Company Man bleibt weiterhin rätselhaft. Ah. 1771 New Orleans. Endlich daheim und das Blatt wendet sich. Die spanischen Herrscher erleichtern die Freilassung von Sklaven und unterstützen den freien Handel, glaube ich. Aveline! Ich... Gerald! Du siehst mich an wie einen Geist. Ich verließ Chichen Itza, sobald es sicher war. Dann warst du... erfolgreich. De Ferrer macht uns keinen Ärger mehr. Doch, es steckt noch mehr dahinter. Wie immer. Auch ich habe viel zu erzählen. Die Spanier sind... unseren Zielen nun wohlgesonnen. Es könnte jetzt leichter sein, den Sklaven zu helfen. Geht es denn wirklich zum ersten Mal friedlich zu in unserer Heimat? Erst mit dir ist es wieder eine Heimat. Ich fürchte, die Willkommensfeier ist nun beendet. Die Arbeit. Es gab einige seltsame Vorfälle. Im Bayou gibt es Ärger mit Männern in spanischen Uniformen. Ach. Sagtest du nicht, die Spanier und wir hätten nun dieselben Ziele? Das macht es ja so... seltsam. Arbeiten sie insgeheim für... Das müssen wir herausfinden. Es gibt eine Spur. Ein Informant hat gesehen, wie einige Soldaten bestochen wurden. Für wen? Das finde ich raus. Aveline, vergisst du denn nicht etwas? Bitte, Gerald, das ist nicht die Zeit. Ich wollte dir nur das hier... Oh, danke. Es ist zu lange her. Aber verlernt haben wir das Kämpfen noch nicht. Neue Gegenstände beim Schneider freigeschaltet. So, jetzt, ich wollte eigentlich schon lange was erzählen, und zwar... will ich nochmal auf den Kampf zurückkommen, der ja so unfair war, dass wir, da wir kaum Panzerung hatten und keine Waffen, nur die Klingen und so weiter und so fort. Ja, ich war da ein bisschen arg gefrustet, hab da noch erstmal aufgehört, nach dem 6. oder 7. Versuch, weil ich dann echt erstmal übelst Frust hatte. Und ich gebe zu, ich habe mal bei YouTube geguckt, auch bei einem Let's Player, wie der den Kampf gemacht hat. Und interessanterweise, was ist das für ein Symbol hier? Ist wahrscheinlich da oben. Und interessanterweise, da ist da auch erstmal so ganz locker rangegangen, ja, und kloppen wir uns mal und so weiter und so fort. Und ja, dem ging es genau wie mir. Tot, 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 andauernd tot. Und, jetzt ist das Symbol weg. Ach nee, da ist es noch. Keine Ahnung. Ja, jedenfalls, dem ging es eben auch so. Das 5. Mal tot, 6. Mal tot. Und da war es erstmal ganz easy und ganz locker angegangen. Und dann fing er an zu fluchen. Ey, merken die es noch? Und wie soll ich denn das schaffen? Das geht doch gar nicht. Hier keine Panzerung und blub 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 blub. Also der war dann auch richtig krass gefrustet, dem ging es wie mir. Da fing dann auch an zu schimpfen und zu fluchen. Und beim, keine Ahnung, 7., 8. Versuch, ja, wo plötzlich hat er es gepackt. Er wusste aber nicht wie. Er hat so und so viel Versuch gemacht und urplötzlich hat es geklappt. So, ich habe mich vor uns rangesetzt. Ich hatte jetzt vorgestern hatte ich das letzte Mal gespielt bis zu der Stelle und habe mich heute rangesetzt und habe gedacht, oh, hoffentlich klappt es jetzt gleich bei den ersten Versuchen. Und es war heute der 2. Versuch, der dann geklappt hat. Und ich, mir geht es aber genauso wie dem anderen YouTuber. Wir wissen beide nicht, was wir eigentlich in dem Moment anders und was wir in dem Moment richtig gemacht haben.
Und ganz ehrlich, solche Stellen im Spiel, wo man, wo es doch schon irgendwo unfair zugeht und wo man dann sogar irgendwann das dann, also erstmal nur gefrustet ist und dann schafft man es doch plötzlich mal und zum Schluss weiß man gar nicht, wie man es geschafft hat. Und ganz ehrlich, das ist ganz schlechtes Game Design. Und das ist eine Schwäche von Ubisoft, muss ich sagen. Also mindestens eine solche Stelle hat man in jedem Assassin's Creed gehabt. Finde ich unnötig und wie gesagt, ist in meinen Augen schlechtes Game Design. Darf eigentlich nicht sein, sowas. Aha, da hinten ist er. Ich meine, nicht dagegen, dass es auch ab und zu mal herausfordernd sein muss. Das gehört zum Spiel dazu. Aber es darf nicht in Frust ausarten. Oder dass man dann sagt, hallo, Alter, wie soll ich das jemals schaffen? Nee, das ist nicht wirklich nötig. Und das ist, ja, das ist eigentlich irgendwo eine Schwäche von der ganzen Assassin's Creed-Reihe. Ich habe ja auch schon mal die diese 2,5D Trilogie in Russland, in Indien und in China habe ich auch schon gespielt und der Russland Teil da bin ich auch kurz vor Schluss, also zumindest was den Spielfortschritt angeht, in Prozent muss das unmittelbar vor dem Schluss sein. Da ist eine Stelle, also dort bin ich auch dann hängen geblieben und ich habe bis heute noch keine Ahnung, wie das jemals zu schaffen sein soll. Und wie gesagt, sowas gehört in kein Spiel, ganz ehrlich. Das finde ich absolut unnötig. Weil ein Spiel soll ja Spaß machen und nie irgendwo dann nur noch in Frust ausarten. Das ist absolut nicht in der Sache. Aber wie gesagt, das ist leider Gottes eine Schwäche von Assassin's Creed. Weil es gab jetzt auch in Odyssey gab es Stellen, wo ich mir auch gesagt habe, ey Leute. Wie ihr hier sehen könnt, ist mein Auftraggeber bereit, sehr großzügig zu sein. So scheint es. Dann werdet ihr euch uns anschließen? Sie. Haltet sie! Das solltest du eigentlich nicht. Aber ist egal. Gehen wir eben hier oben lang. Komm Mäuschen, gib Gas! Wir müssen den Typen kriegen. Halt gefälligst, Gil! Ich muss erstmal weiter. Nein, ich muss weiter. Wo ist er da hin? Da ist er. Okay. Die verlorene Tochter, volle Synchronisation. So, und nun müssen wir wahrscheinlich zusehen, dass wir da reinkommen. Hi Wuffi, hallo. Gibt es hier eine Streicheltaste? Na steck doch mal weg das Ding. Genau, ich will dich doch mal streicheln, Hundi. Jo. Bisschen süßer.
Wäre natürlich cool, wenn die noch zu Diensten sein könnten, die Hunde. Hallo? Nee, Quatsch, ich wollte ja die Karte. Ah, gerade wollte ich sagen, es wäre nützlich, wenn es eine Legende gäbe, die die Symbole erklärt. Da haben wir sie. Missionsziel, Bayou-Fieber, Bürger... Was, wer ist Bürger E? Den hat man ja schon mal gesucht, ne? Eine Voodoo-Puppe ist das Symbol, das... Schade, ich... Ach doch, oh ja, ich kann... Voodoo-Puppe. Das Symbol war nämlich gerade auf der Karte und ich wusste nie, hä? Was bedeutet das? Ach, das bedeutet Edelstein. Aha. Interessant. Na gut. Also hier gibt es eine Voodoo-Puppe. Nee, oben ist er nicht. Unten ist er. Aber wo? Muss er direkt hier sein? Hä? Wo soll hier eine Voodoo-Puppe sein? Merkwürdig. Ach, der hatte die Voodoo-Puppe. Aha. Interessant. So, renovieren wir mal den Laden hier. Ich muss gerade noch mal in die Legende gucken. Ach so, das ist unser Umkleideding. Okay. Verrottete Baracken. Das unehrliche Geschäft des Anwerbers beenden. Ich frage mich immer noch, wer der Bürger E sein soll. Wer das ist und was da für eine Funktion hat. So, jetzt müssen wir ins Sperrgebiet. Anwerber lokalisieren. Was bedeutet das da hinten? Was ist das für eine Person? Anstiften. Den kann man zu irgendwas anstiften. Aha. Okay. So, was kann ich denn dich anstiften? Muss ich mal testen. Wir sind bereit, uns zu erheben. Töten wir sie!
Viele von uns würden sich erheben. Oh, ich sehe das. Na dann erhebt euch mal. Das ging auch schnell jetzt. Den Anwerber töten, ohne entdeckt zu werden. Moment. Jetzt wirst du lernen, wie man sich benimmt. Na toll. Aber so heißt es. Das war ja gleich mal erfolgreich hier so als erster Versuch. Sagen ja nicht runterspringen. Ich darf doch nicht entdeckt werden. Ja! Unentdeckt bleiben. Soll ich das machen? In den Straßen, ja, ne? Ja. Senor, vielleicht unterschätzt ihr die große, verschlungene Weite des Bayou. Ich wiederhole, ich brauche genug Männer, um ihn zu kontrollieren. Rekrutiert das gesamte spanische Heer, wenn ihr müsst. In hochachtungsvoller Diskretion. Vasquez. Vasquez? Der Ferrer erwähnte ihn in Chichen Itza. Ist er der Company Man? Ich muss Agathe und die Schmuggler warnen. Verrottete Baracken zu 67%. Naja. So, ich soll mich wahrscheinlich wieder umziehen. Wieder eine Statue. Beklaust du den mal? Hör nicht auf, bis sie frei von den Briten sind. So, darf ich den jetzt beklauen? Nein. Und darf ich den nicht beklauen? Jetzt. Ich weiß zwar noch nicht, wozu die Voodoo-Puppen gut sind, aber naja. Den Bayou reisen. Eine helfende Hand. Eine vermisste Person muss gefunden werden. Come on,
Mensch, du gehörst gezüchtigt. Was machst du da? Bayou reisen und die vermisste Person suchen. Okay. Hey! Was schießt denn hier auf mich? Der Drecksack war das. Boah, der Drecksack, der Elende. Ah, shit. So, dann müssen wir jetzt in den Bayou reisen. Den verschwundenen Sklaven suchen. Türbischen, ja, ja, ist klar. Ach, um eine bestimmte Brosche zu erhalten. Halt, hier lang. Sollst du. Die Leiche untersuchen. Hallo? Ach, Moment. So rum. Jetzt haben wir's. So, nun folgen wir bestimmt den Fußspuren. Eine helfende Hand, 50%. Oh ja. Der Fall. Suche nach Verdächtigen. Verdächtige. Ach so, halt. Man guckt hier immer so um die Ecke. Das würde cool, das würde cool in VR gehen, wenn man da so stehen würde.
Naja, aber Assassin's Creed in VR. Pfui, macht man nicht. Aber Assassin's Creed in VR werden wir nicht erleben. Ist technisch viel zu aufwendig. Beziehungsweise. Ja, was heißt, nee, technisch zu aufwendig ist vielleicht blöder ausgedrückt, aber wenn wir alleine mal Assassin's Creed Odyssey nehmen, ich meine, das ist von der Grafik her so gigantisch, das könntest du nicht in VR machen. Das kriegst du nicht hin. Da müsste man wirklich das grafisch kolossal abspecken und auch von der Spielmechanik her wahrscheinlich übelst abspecken, um das in VR dann zu realisieren. Aber das wäre schon mal spannend, ne? Gerade hier bei sowas wäre das cool, wenn du hier so beschatten sollst, und dann, so verstecken und dann um die Ecke lugen, das würde perfekt passen. Na komm, geh weiter. So, trifft er jetzt seine Zielperson? Nee, noch nicht. Ach, der geht in die Kirche. Nee, doch nicht. Jetzt. Ups. Volle Synchronisation. Und der Sinn der Sache war, dass wir jetzt gesehen haben, dass der erschossen wird. Hm.